Willkommen auf dem Kanal. Heute möchte ich hier den kleinen Raupenschlepper vorstellen, der Marke New Holland. Das ist der 160-55, kostet hier 45.000 Euro und Leasing 2.295 Euro. Ja, der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h, 200 Liter Kraftstofftank, 160 PS, entsprechend hier 118 kW. Ja, du kannst hier einmal mit Kabine. Also eher ein Überrollbügel, würde ich mal sagen, eher dass das ist, weil es ja eine offene Kabine ist. Und dann wieder hier Standard. Da ändert sich auch ein bisschen, wenn man hier mal schaut, hier einmal hier das Design sogar. Also jetzt haben wir hier, wo das hier so deutlich drauf steht. Also einmal hier steht Fiat drauf, steht vom Fiat Agri und dann hier mit der Kabine für 800 Euro davor hier. Also nee, kostet nichts nachher, also kostet hier 800 Euro. Dann haben wir hier das mit New Holland und dann hier mit der Kabine hier dann 800 wieder und dann wieder hier Standard. Dann haben wir hier Frontgewicht für 600 Euro, 500 Kilo vorne dran oder 800 Kilo für 900 Euro oder hier, wenn man hier so schaut, hier Beispiel hier hinten Heckelektraulik oder wir haben hier beides jetzt, also einmal Gewicht hier vorne und hinten Heckelektraulik für 2000 Euro. Dann haben wir hier das gleiche noch einmal das Gesamtgewicht plus die Heckelektraulik für 2300. Dann kann man hier die Farbe hier nochmal das, was vom Fiat eigentlich so her war, hier nehmen. Nehmen wir hier mit der Kabine mal und schauen wir uns hier das mal das gute Stück mal genauer an. Da muss schon mal da stehen. Sieht echt schon hammermäßig aus, muss ich wirklich sagen. Von der Textur, mal schauen. Ja, es ist ein bisschen pixelig. Wenn man jetzt durch so hier da steht, dann passt das ganz gut. Wir steigen mal ein. Mal die Innenansicht. Starten das gute Stück. Cooler Sound, muss ich wirklich sagen. Schauen wir mal. Pedal ist hier leider nichts animiert. Aber hier, wenn man schaut, die Armatur schon. Dann Licht hier, die Kontrolllampe innen drin. Blinker ist auch. Dann mal in die Außensicht. Oh. Okay. Eine Lampe scheint kaputt zu sein hinten. Vorne. Funktioniert alles. So, schalten wir mal ganz kurz durch. Also jetzt hier mit Numbit 6 haben hier vorne die Lampen. Numbit 5 hier hinten. Dann schalten wir mit F. Da geht hier nur eine Lampe, da geht die andere Lampe nicht. Okay, das ist bewusst, weil das als Rückfahrlicht dient. Okay. Blinker. Okay, da stimmt irgendwas nicht. Es gehen beide. Also jetzt blinke ich mal rechts. Rechts funktioniert. Ich mal aus. Blink mal links. Gehen alle, aber der Schein geht auf der rechten nicht. Okay, jetzt machen wir Warnblinkanlage. Somit geht überall der Schein. Okay. Quietschehupe. Mal rückwärts mein. Wenn hier die Spuren passen, der Sound her auch. Also Höchstgeschwindigkeit haben wir schon erreicht, 15 km/h. So, dann haben wir den hier unten angehängt. Du kannst sogar hier mit der Maus den links und rechts hin und her schieben. Cool. Die Anschlüsse passen hier auch, wie wir sehen. Denken wir mal ab, fahren wir mal vor. Man sieht hier, die Hände sind hier entsprechend hier der Funktion hier, was man machen möchte, dargestellt. Also richtig am Arbeiten, so richtig Arbeitstier. Schauen wir mal hier, dann sehen wir jetzt, die hier die Anschlüsse passen.
Die Zapfwelle passt auch. Dann ist hier unser Attacher beim Zug mal drin. So. Jetzt gehen wir hier unsere Elektraulik mal testen. War auch ganz schön am Arbeiten hier. Aber daher, wenn man so schaut, jetzt da hier. Der Hebel an der Seite ist animiert. Cool. Schauen wir jetzt da hier. Da sieht alles in Ordnung aus. Fahren wir noch mal ganz kurz hinten hin. Wir müssen das bisschen mal gut achten, wie er da am Hang runterfährt. Wie wir sehen, haben wir hier vorne unser Frontgewicht dran. Bin jetzt mal gespannt. Also umkippen tut er scheinbar nicht. Ja, unterspeisen tut man nicht. Also, Schwerpunkt passt ganz gut. Aber er bleibt... Hey, cool, er bleibt hier hängen. Dann probieren wir es nochmal mit Schwung. Weiß aber nicht, warum der hier hinten hängen bleibt. Normal sollte er eigentlich schon drüber kommen, weil er wird ja schon sicherlich Probleme haben mit dem Silo. Gehe ich mal davon aus. So, müssen wir. So, schauen wir uns jetzt mal die Lok an. Was haben wir? Scheint, wie es ausschaut. Na, wir haben hier ein Warning drin von Textur, wie wir sehen. Sonst ist er eigentlich fehlerfrei. Also jetzt nur mit der Fiat Agri Textur, da hat er hier Probleme, wie wir sehen. Weil es ein PMG ist, sollte denn irgendwie mal eine DDS-Datei sein sollen. Ja, wenn dir aber das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.